Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, dem wöchentlichen Fußball-Talk hier auf dem Kanal. Wir sind am Start und heute gibt es die nächste Folge und heute gibt es mal wieder ganz, ganz interessante Spiele und zwar zur Bundesliga. Meine Prognose zum Wochenende, der zweite Spieltag seit der Winterpause und vor allem der erste Rückrundenspieltag. Das heißt, die Karten werden gegebenenfalls neu gemischt und wir dürfen gespannt sein, ob sich die Top-Teams weiter oben halten, ob sich die Top-Teams weiter unten herumschlagen müssen, wie beispielsweise Borussia Mönchengladbach, oder ob alles ganz anders kommen wird. Natürlich könnt ihr mir gerne wieder eure Tipps und eure Anregungen und Kommentare in die Kommentarsektion schreiben. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal kostenlos und schaut vor allem kostenlos bei Football Stars vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Nehmt an den Challenges teil, tretet gegen mich an. Ich bin sehr gespannt darauf, ob jemand von euch mich schlagen kann, weil momentan läuft es relativ gut bei mir. Wir gucken mal auf die Auswertung der letzten Woche, die Challenge zwischen Freiburg und den Bayern. Die habe ich verloren, aber Torgefahr in der Bundesliga und Bananenflanken zwischen Manchester City und Tottenham habe ich jeweils gewonnen und zwar als Erster, auch wenn die drei hier genauso viele Punkte hatten wie ich. Die zwei. Jori hat keine gemacht. Zabaleta, eine Kolarov, eine Walker, 3. Rose, 4. De Bruyne, 12. Silva, eine Yaya Touré, eine Eriksen, 3. Und Sterling, 3. Also sehr, sehr stark auf dieser Situation, beziehungsweise bei dieser Situation. Und ja, von meinen drei Stürmern, 4 Stürmern haben 3 getroffen. Kramaric, Wagner und Gomez. Von daher sehr erfolgreich bin ich auch Erster mit. Kann ich gut mit leben und ich bin gespannt, wie ihr abgeschnitten habt letzte Woche. Schreibt es mal in die Kommentare und nehmt vor allem diese Woche wieder in Challenges teil. Es gibt in meinem Video hier heute nur was zur Bundesliga, was ganz einfach daran liegt, dass die Premier League ja erst unter der Woche wieder aktiv wird. Aber ich denke, das ist auch gar nicht so schlimm, denn wir haben sehr interessante Spiele. Und zwar haben wir einmal die Konferenz selbstverständlich, dann haben wir unter anderem das Topspiel hier zwischen, beziehungsweise das interessante Spiel zwischen Bayern und Bremen, was wir aber nicht machen werden. Wir machen El Plastico, das ist RB Leipzig gegen die TSG 1899. Ich hoffe, das Top-Duell momentan so ein bisschen. Und dazu Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Die Konferenz ist halt eben am Samstag auch dabei. Die sehe ich aber gerade nicht. Die Challenge, Bundesliga Simulcast. Das sind normalerweise alle Partien. Nee, das ist hier. Okay, alles klar. Dann bin ich beruhigt. Torgefahr werden wir diesmal, glaube ich, eher nicht machen. Ich glaube, wir konzentrieren uns diesmal auf abgegrätscht, schon wenn wir eine defensive Challenge haben. Und damit fange ich hier, würde ich sagen, nochmal an. Videobeschreibung, checkt sie auf jeden Fall aus. Nehmt deine Challenges teil. Und checkt auch die anderen Sachen aus. Meine Social Media Links, IG Vault und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste, ne, der Like, beziehungsweise, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal hier kostenlos. So, wir gehen auf die Challenge, wir haben kein Budget, wir dürfen 3 Spieler pro Mannschaft nehmen, haben den ganzen Bundesliga-Samstag dabei und es geht darum, wer die meisten Zweikämpfe bestreitet. Ihr steht nichts von gewinnen, geht nur ums Bestreiten. Wird also interessant. Ich mache das mal und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich am fertig bin. Das Schöne bei dieser Challenge ist, es geht darum, wer die Zweikämpfe bestreitet, nicht zwingend, wer sie gewinnt. Wir haben in der Defensive Aytaç Zulu, der gegen Köln spielt, zu Hause mit Darmstadt. Ich denke, der wird wieder sehr gefordert sein und viele Zweikämpfe bestreiten, aber sie gewinnen ist eine andere Sache. Genauso bei Lamine Sané, dem Bruder von Salif Sané, dem 96er. Ich denke, der haut sich gerade in solchen Spielen wie sein Bruder extrem rein und wird viele Zweikämpfe bestreiten. Ob er sie gewinnt, ist wieder die andere Frage. Und Marvin Kompair, der spielt zu Hause mit RB Leipzig gegen Hoffenheim, wird ein sehr interessantes Spiel. Zwei ja momentan absolut unschlagbarer Teams und von daher bin ich gespannt, wer da die Oberhand haben wird. Deswegen habe ich auch Kompair von Leipzig drin und Rudi von Hoffenheim und im Mittelfeld dazu noch Luis Gustavo. Die spielen zu Hause gegen Augsburg. Augsburg ist auch im Abstiegskampf. Wolfsburg hat zuletzt gewonnen und ich denke mal, die werden das Ganze wiederholen an diesem Wochenende und wieder gewinnen und dementsprechend habe ich diese 5 Spieler mir jetzt ausgesucht. Sind nicht die allerkrassesten Spieler, muss man ganz ehrlich sagen. Kein Bayern-Spieler beispielsweise dabei, aber ich denke halt einfach, dass sie viele Zweikämpfe bestreiten werden und eventuell überrasche ich, ja, und gewinne diese Challenge damit. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich komme mal zu meinen Tipps für diese Spiele. Bremen gegen Bayern 0:3. Wolfsburg gegen Augsburg 2:0. Leipzig gegen Hoffenheim 2:1. Darmstadt gegen Köln. Ich weiß übrigens, es ist riskant, weil normalerweise verliert Hoffenheim nicht, aber ich tippe einfach mal auf Leipzig. Darmstadt gegen Köln 0:1. Und Ingolstadt gegen Hamburg 1:1. Das sind meine Tipps und ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wir gehen zur nächsten Challenge. Und bei der geht es darum, Rückgrat zu beweisen. Die meisten Ballaktionen im Spiel RB Leipzig gegen Hoffenheim, das Spiel haben wir gerade bereits angesprochen, ist das unumstrittene, ja, El Plastico, aber auch ein sehr, ja, starkes Topspiel, einfach aufgrund dessen, dass diese beiden Teams momentan ziemlich, ziemlich stark unterwegs sind. 15 Millionen haben wir als Budget, wir haben 1-1-1-1 Formation, das heißt, wir müssen 4 Spieler auswählen, dürfte dementsprechend relativ einfach werden. Ich bin mal gespannt, was da jetzt bei rumkommen wird und warum darf ich sie nicht starten, das ist die große Frage. Ich wähle mal eben meine Spiele aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Und so schaut das dann aus. Gulaschi, Vogt, Naby Keita und Werner. Ich wollte Baumann ins Tor nehmen, der ist aber leider Gottes zu teuer, weil der dummerweise einen Marktwert von 4,2 Millionen hat. Gulaschi nur 1,8. Ich denke aber, dass die beiden sich nicht viel nehmen werden und von daher beide viele Ballaktionen haben werden. Im Mittelfeld Keita, der Motor bei RB Leipzig. Ich denke, der wird sehr aktiv sein, genauso wie Timo Werner vorne drin, der sowieso momentan absolut in Form ist. Und in der Verteidigung wollte ich eigentlich Niklas Süle nehmen, habe
jetzt aber Kevin Vogt, einfach weil der nochmal ein bisschen günstiger ist. Ich war jetzt am Zweifeln, ob ich Hübner oder ihn nehmen soll, habe mich jetzt für Vogt entschieden. Ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm. Letztes Spiel 7,4 gehabt, er letztes Spiel eine 7 und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt, denn Football Stars hat ein bisschen was umgestellt und zwar sind die Bewertungen jetzt in einem ganz anderen Spektrum anzusiedeln. Das heißt, wir haben jetzt deutlich mehr Möglichkeiten einzusehen, beziehungsweise die Bewertungskriterien sind nochmal deutlich erweitert worden. Es wird ein weiteres Spektrum geben von 0 bis 10, in dem die Spieler sich bewerten lassen, von dem Algorithmus quasi, der das Ganze hier ausübt, und es werden mehr Sachen bedacht dabei. Das heißt, wir haben akkuratere Ergebnisse und vor allem kann das natürlich auch auf die Endpunktzahl beziehungsweise auf den Ausgang der Challenges sich nochmal bewirken oder positiv auswirken beziehungsweise natürlich auch negativ für einige, aber ich denke, das ist sehr, sehr cool, dass sie das Ganze noch ein bisschen verfeinert haben. Das bringt noch ein bisschen mehr Genauigkeit rein und macht das Ganze nicht so, dass halt ihr überall 7 und 7,4, dann sind es vielleicht mal 5,4 und 6,3 oder sowas. Finde ich ehrlich gesagt nochmal deutlich besser, finde ich sehr, sehr gut und gefällt mir auch. Dementsprechend könnt ihr da auf jeden Fall mal ein Like da lassen und da vorbeischauen und eine Challenge teilnehmen. Hilft mir übrigens auch weiter, unterstützt mich damit und es ist wirklich kein großer Aufwand. Ihr könnt ja sogar was gewinnen, wenn ihr richtig gut seid. Und von daher, ja, den Tipp habe ich schon gesagt zu diesem Spiel, warum ich die 4 Spiele aufgestellt habe, habe ich auch gesagt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur letzten Challenge und die handelt sich ums Rhein-Derby. Und damit kommen wir jetzt zum Rhein-Derby und damit zum magischen Dreieck. Finde 3 Spieler, die zusammen harmonieren. Damit es nicht so langweilig wird, musst du dich ans Budget halten. Wie magisch ist dein Dreieck? 2 pro Mannschaft ist das höchste, was war der Gefühle oder das höchste der Gefühle. Wir haben 20 Millionen Budget und die Challenge kostet 100 Coins. Das maximale Preisgeld sind 800. Es sind Top 3. Ich bin äußerst gespannt, wie wir jetzt hier abschneiden werden. Und wen werde ich mir rauspicken? Das seht ihr gleich. Und guckt euch das mal an. Ich bin auf Level 5 aufgestiegen gerade. Ich habe einen neuen Avatar freigeschaltet. Sehr, sehr schön. Ihr habt mittlerweile vielleicht gesehen, ich habe hier oben das Ganze auch zu Motivator geändert. Nicht mehr zu Amateurtrainer, damit ich hier das Team richtig motiviere. Hat ja auch schon funktioniert. Die letzten Challenges sind ja sehr gut angekommen, beziehungsweise haben sehr gut funktioniert. Die große Frage ist jetzt, welche Spieler stelle ich auf? Es gibt natürlich momentan so ein bisschen das Problem, dass bei Leverkusen und bei Gladbach die Stürmer nicht so wirklich in Form sind. Deswegen stelle ich jetzt trotzdem einfach mal Stindl auf. Worum geht's genau eigentlich? Die höchste Punktzahl. Also Stindl stelle ich jetzt mal auf. Dazu nehmen wir noch einen Javier Hernandez, Chicharito. Und dann haben wir noch 8,3 Millionen. Und das reicht leider Gottes nicht für Çalhanoğlu, den ich gerne benutzen würde. Aber vielleicht reicht es noch. Ah, nee, es reicht nicht. Für einen Çalhanoğlu. Man könnte einen Kampel nehmen oder halt einen Brand. Die Frage ist, wer wird davon besser spielen? Da bin ich jetzt mal auf der Seite von Kampel. Ich glaube auch, dass Leverkusen das gewinnen wird, egal wie sehr ich Gladbach mag. Und deswegen lassen wir diese 3 Spieler einfach mal unsere Key-Spieler hier sein. Das ist unser magisches Dreieck. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das eventuell noch ändere. Das wird, glaube ich, aus Bauchgefühl ankommen, ob ich da eventuell noch Raphael hinstelle anstelle von Stindl. Aber Stindl ist eigentlich der Bessere in meinen Augen momentan. Und vor allem der, der immer eigentlich kämpft und auch an einem schlechten Tag überzeugen kann. Natürlich kann Raphael das auch mit einer Aktion alles rausreißen, weil er halt einfach die Klasse dafür hat. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich denke mal, diese 3 sind schon ganz ordentlich. Çalhanoğlu hätte ich gesagt, wie gesagt, gerne genommen. Aber selbst wenn Leverkusen verliert, hat Kampel nochmal mehr Einfluss drauf, weil er eher der zentrale Mittelfeldspieler ist und nicht der Zehner. Und ich denke, das könnte mir auf jeden Fall helfen im Fall dessen, dass Gladbach überraschenderweise doch gewinnen sollte. Mein Tipp ist aber auf jeden Fall 2:1 für Leverkusen zu Hause gegen die Gladbacher. Es wird ein enges Spiel, da bin ich mir sicher, aber zuletzt haben die auch gegen Hertha gewonnen. Das heißt, warum sollten sie nicht auch gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen, die ja sowieso unten drin stehen? Ich glaube, das wird die Krise verschärfen, egal wie sehr ich Gladbach mag. Ich finde das auch nicht sonderlich gut, aber da kann man nun mal nichts machen. Wir speichern das Ganze ab und damit sind wir fertig für diese Woche mit den Challenges. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare eure Tipps schreiben fürs Wochenende und eure, quasi Aufstellung, beziehungsweise wie ihr an den Challenges teilgenommen habt. Interessiert mich natürlich brennend, was ihr da gemacht habt. Like das Video, abonniert den Kanal und schaut bei Football Stars vorbei. Wir kommen jetzt nochmal ganz kurz zu meinen weiteren Tipps hier fürs Wochenende, damit wir das Ganze nochmal abgeschlossen haben. Freitag Schalke gegen Frankfurt, 2:0 für Schalke. Ja, ich weiß, Frankfurt-Fans. Ich wollte nicht, dass Leipzig gegen euch so hoch gewinnt. Es tut mir leid. Und dann noch Freiburg gegen Hertha. Da tippe ich ein 1:2. 1:1. Tippen wir mal ein 1:1, wenn Freiburg Heimschlag ist. Und Mainz gegen Dortmund. Schwierige Geschichte, aber 1:2 für den BVB. Gut. Nochmal im Schnelldurchlauf. 2:0, 0:3, 2:0, 2:1, 0:1, 1:1, 2:1, 1:1, 1:2. Ich hoffe, das wird funktionieren. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.